Osthoss hatte um 1900 schon die Vision, ein Museum zu errichten, weil es ihm sehr darum ging, Kunst nicht für sich persönlich zu sammeln, sondern er wollte sein Vermögen eigentlich in das Volkswohl investieren. Mitten in der Industriestadt Hagen lässt Karl Ernst Osthoss deshalb ein Museum bauen. Der belgische Architekt und Designer Henri van de Velde gestaltet die Innenräume und schafft Jugendstilarchitektur vom Feinsten. Das Hagener Osthaus-Museum heißt damals noch Folkwang-Museum. Der Name Folkwang stammt aus der nordischen Mythologie und ist praktisch ein Versammlungsort für Kultur. Als Karl Ernst Osthoss, geboren 1874, um die Jahrhundertwende damit beginnt, Kunst zu sammeln, verändern sich die Ausdrucksformen der Künstler sehr stark. Die Moderne bricht an. Osthoss kauft bei Vincent van Gogh, Henri Matisse, Emile Nolde oder Paul Gauguin. Die stellvertretende Leiterin des Osthaus-Museums in Hagen, Birgit Schulte. Als er sein Museum dann im Sommer 1902 eröffnete, war genau diese Kunst dort zu sehen. Und das war natürlich sehr, sehr aufsehenerregend. Und das Folkwang-Museum galt damals auch wirklich als das weltweit erste Museum für zeitgenössische Kunst. Die meisten Hagener jedoch, die an Hochöfen malochen, zeigen sich wenig beeindruckt, sind froh, dass das Museum privat finanziert wird. Doch Osthoss folgt unbeirrt seiner Vision, Kunst und Leben miteinander zu verbinden. Er will schon bei Kindern ein Bewusstsein für Kunst wecken, gründet eine Schule mit reformpädagogischen Konzepten. Der Erste Weltkrieg durchkreuzt all seine Pläne. Der feinsinnige Mann muss nun Schützengräben ausheben. Und das in einem feuchtkalten Oktober, November, irgendwo im Rheinland. Und da hat er sich eine Bronchitis und eine Rippenfellentzündung zugezogen. Am 27. März 1921, heute vor 100 Jahren, stirbt Osthoss mit nur 46 Jahren an einer Kehlkopftuberkulose. Seine Erben verkaufen seine Sammlung und den Namen seines Museums an das heutige Museum Folkwang in Essen.